Ach cool, guck mal auf die Stadt. Da unten laufen sie, die nicht existenten Ameisen. Und wir spucken auf sie mit unserem fetten Geld. Unter dem letzten Video hiervon haben ein paar Leute geschrieben, dass sie immer noch nicht ganz verstanden haben, was der Unterschied zwischen Long und Short ist. Deswegen hier mein Versuch, das zu erklären, auch wenn ich nicht gut darin bin, aber ich gebe mein Bestes. Der einfachste Fall ist der, dass du Long gehst, das heißt, du machst Folgendes, du kaufst Aktien, also Anteile an einem Unternehmen und spekulierst darauf, dass das Unternehmen im Wert steigt, dass die Aktien also im Wert steigen. Das heißt, du kaufst die, wartest einfach, bis sie gestiegen sind und verkaufst sie dann zu gegebenem Zeitpunkt wieder, um mehr Geld rauszuholen, als du reingesteckt hast. Das ist der einfache Fall. Ein bisschen komplexer wird es aber dann, wenn wir über das Short-Selling reden, also das Leerverkaufen von Aktien. Dabei macht man Folgendes. Man geht davon aus, dass ein Unternehmen im Preis oder im Wert sinken wird, dass also auch die Aktien dann weniger wert sein werden. Dann leiht man sich diese Aktien und verkauft diese geliehenen Aktien. Weil man sie ja aber irgendwann zurückgeben muss, hofft man dann, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo man sie wieder kauft, um sie dann zurückzugeben, weniger wert sind, als da, wo man sie verkauft hat. Das heißt, man hat beim Verkauf mehr Geld gemacht, als man dann wieder investieren muss, um sie zurückzukaufen, um sie dann zurückzugeben. Easy money. So, ich glaube, das ist die einfachste Art, wie ich es erklären kann. Ich behaupte auch einfach mal, das ist jetzt richtig gewesen, weil ich studiere Wirtschaft. Ich sollte das wissen, hoffentlich. Und ja, normalerweise mache ich ja so, hey, lustig, alles ist funny, Intros. Aber jetzt wollte ich mal ein bisschen den Experten raushängen lassen, ne? Und damit willkommen zurück hier in der wunderbaren, wunderhübschen und von Geld komplett durchseuchten Welt von The Invisible Hand, wo nichts zählt außer Money. Na, wenn du in dieser Firma arbeitest und du lieferst kein Geld, da ist die Tür. Raus. Ich weiß auch ganz ehrlich nicht, wie lange ich das noch durchhalte und keinen Fehler dabei mache, weil das Spiel ist langsam wirklich, wirklich komplex. Ich hätte nie gedacht, dass man auf sowas wie Versorgungsketten Acht geben muss. Also beim letzten Mal haben wir den Ölpreis gecrashed. Das heißt, alles, was aus Öl besteht, ist mehr wert geworden, weil ich schätze, die Logik ist die, dass die Firmen dann billiger Öl ankaufen können und dadurch mehr Produkte machen können, die dann mehr wert sind. Aber so funktioniert es eigentlich nicht, weil wenn du mehr machst, dann überflutest du tendenziell den Markt und der Preis geht eigentlich runter. Keine Ahnung, aber ne, dass es so in die Tiefe geht jemals, hätte ich nie gedacht. Deswegen, ich bin einfach mal sehr gespannt und lasse mich überraschen. Guten Morgen, Quinn. Und natürlich ist wieder Blabla angesagt. Wenn die Leute dir gegenüber etwas kalt sind, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass du es aus der Probezeit rausgeschafft hast und nichts gemacht hast, um das zu feiern. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Corbin das niemals vorgeschlagen hat. Der Typ hat so einen Stock. Sonst wo. Na, weißt du Bescheid. Ich, hier, erinnere ihn daran, dass er dir, dass er dir heute vielleicht etwas mehr darüber erzählt. Alles klärchen, du professionelle Kartenspielerin. Na, haust rein. Irgendwelche Spannungen in Balquador. Okay, das Bailout-Package kommt nicht und das, die Regierung hat riesen Schulden und die werden nicht rausgekauft. Proteste. Okay. Und danach geht die Party dann erst richtig los. So, was haben wir denn heute? Was steht heute auf dem Plan? Rubel geht um 14.30 Uhr hoch. Okay, Rubel. Hallo Harper, darf ich einmal mich nur kurz sortieren, bevor du mich anrufst? Du machst das sehr gut, aber du musst darüber nachdenken, du musst über internationale Dinge anfangen nachzudenken. Währungen und so. Achso, Rubel ist der Rubel. Ich habe schon gedacht, das klingt ganz merkwürdig. Das heißt, die Währungen gehen hoch. Ich kann es auch in Währungen investieren. Wir machen jetzt auch noch Währungshandel. Okay, ne, in ein Staat über dem anderen. Du weißt ja, wie es läuft. Am Ende ist hier irgendwie alles was wert oder nichts wert. Richtig? Aber wo wir gerade bei dem Schicksal von ganzen Nationen sind, dann, die wollen, dass wir so tun, als würde es uns interessieren. Okay, du kannst Länder so behandeln wie alles andere, aber erinnere dich daran, dass sie, wenn sie hoch oder runter gehen, dass sie anderes Zeug mitnehmen können. Materialien, Produkte und den ganzen Rest. Okay, und versuche auch ein bisschen Lobbyismus, wenn du an mehreren verschiedenen Orten Wellen schlagen willst. Das sollte jetzt keine Raketenwissenschaft sein. Later, Trader. Okay, Rubel, der soll ja hochgehen. Okay. Und wenn Währungen hoch und runter gehen, geht auch das hier hoch und runter. Das heißt, ich kaufe einfach Long Rubel und alles, was damit zusammenhängt. Ah, nee, Rubel kann ich nicht kaufen. Rubel kann ich nicht kaufen. Das heißt, ich kaufe 100k auf Long Dark Roast. Genau. Dann 100k
Das da? Und dann 100.000 hiervon. Und jetzt warten wir darauf, dass es hochgeht. Jetzt warten wir darauf, dass der Rubel steigt. Weil das ist das, was Geist uns verraten hat. Aktuell machen wir Nettoverlust. Aber Geist hat verraten, 14.30 Uhr schießt der Rubel nach oben. Anscheinend. Aber dann muss ich auch auf die öffentliche Meinung aufpassen, weil die sind aktuell ein bisschen besorgt. Aber beim letzten Mal habe ich ja den Ölpreis beeinflusst. Jetzt beeinflusse ich was völlig anderes oder beeinflusst das gar nicht direkt. Das heißt, sie sollten davon nichts merken. Und mindestens 50.000 in hier Firmen machen, die aus Balquadar kommen. Das sind dann die. Und auf die anderen zwei habe ich keinen Zugriff. 50.000 sagst du, das sollte da drin sein, wenn der Rubel nach oben schießt. Soll ich mir in der Zwischenzeit ein Käffchen gönnen? Ja, komm, warum nicht? Kann man schon mal machen. Das Spiel stottert manchmal so. Ey, ist ja unglaublich. Ein Zweier? Nee, wir nehmen mal einen Einser. Komm, sonst verpasse ich es vielleicht. Muss ja nicht unbedingt sein. So, dann holen wir den raus. Dann sollte die Uhr jetzt etwas vorgelaufen sein. Nee, sie vergeht einfach schneller. Okay, ich habe das nie gecheckt bis jetzt. Ich dachte, das zoomt irgendwie eine Stunde nach vorne oder dann halt zwei, je nach Kaffeestärke. Nee, es vergeht einfach eine Nummer schneller. So wie es eigentlich auch gesagt wurde, habe ich... Weiß nicht, wie ich das interpretieren muss. Hi! Geht's dir gut? Das große Ding bei Partys ist jetzt weltweite Küche. Okay, ich hoffe, dass das ganze Zeug aus den armen Ländern hier Hummer nicht noch teurer macht. Ja, ja. Der feine Herr. Auch ich esse manchmal Hummer. Sehr, sehr oft, weil ich ein reicher, reicher Mann bin. Ach, cool, guck mal auf die Stadt. Da unten laufen sie, die nicht existenten Ameisen. Und wir spucken auf sie mit unserem fetten Geld. Was? Was genau ist hier los? Ey, wir haben einen Stromausfall. Wurden wir gerade gehackt? Was ist los? Ist gerade bei euch auch alles kurz schwarz geworden? Hier drüben war es zumindest so. Ich meine, ich weiß, wir haben Backup-Generatoren. Also war es nicht die Elektrizität? Ah, vermutlich nichts weiteres. Es kommt eine Meldung rein, jetzt geht der Rubel auch nach oben. Soll ich mal ein bisschen lobbyieren? Nee, kann ich mir sparen, oder? Aktuell. Ich warte einfach, bis es nicht weiter nach oben geht. Okay, es wird jetzt protestiert und Northern Oil and Gas wird geschlossen. Okay, und es ging brutal zu da auf der Straße. Okay, und Northern hat kein Bailout gekriegt. Alles klar. Und das hätte das, was jetzt passiert, verhindern können. Okay. Und die waren sehr, sehr nah an dem Bailout, aber dann ist irgendwas Politisches passiert. Okay, und ein Deal mit Northern war einfach nicht drin. Okay, das heißt, Northern wird nicht so hart vertraut. Sollte ich dann Northern verkaufen? Weil eben, die halten sich jetzt nur durch den Rubelkurs oben. Das Vertrauen in Northern war niemals niedriger. Soll ich bei 30.000 schon mal sellen? Dann ist Northern raus. Aber dann könnte ich jetzt schon mal die 50.000 machen. Easy peasy. Da sollte ich warten, aber dann ist jetzt das tägliche Goal erledigt. Ja, ja, Northern geht runter. Okay, dann hau ich Northern raus. Dann hau ich Northern raus. So, jetzt brauchen wir noch um die 28.000. Ich bin dumm! Ich hab nicht auf die Uhr geguckt! Ah, ich Vollidiot! Ich dumme Vollidiot! Ich war so beschäftigt damit, auf das grüne, wunderschöne Pfeilchen zu gucken, das mir Reichtum verrät, dass ich nicht auf die Uhr geschaut habe. Der Markt ist geschlossen. F. Das ist ein F und es geht vollständig auf mich. F an mein Gehirn. Glückwunsch, du bist doof. Ja gut, siehst du, da ist es. Da ist der erste große Fehler. Und das wird auch nicht automatisch verkauft. Ich bleib jetzt auf diesen Kosten quasi sitzen. Ich dummer Idiot. Ich hätte das wahrscheinlich sagen sollen, aber die Firma hat so eine Tradition, dass jeder, der es durch die Probezeit schafft, eine Party geben soll. Okay, ist nicht zwingend, aber einige der Broker hier glauben, dass hier Sozialisierung außerhalb der Firma auch darüber bestimmt, wie weit du es schaffen kannst. Boah, ich hasse mich gerade so selbst dafür, dass ich nicht auf die Uhr geguckt habe. Es ist so easy. Es ist einfach nur um 17 Uhr. Was, 17 Uhr? Ja doch, ne? 17 Uhr ist Ende Gelände.
dann machen wir zu. Da war es 18 Uhr, ist egal. Jedenfalls, dann ist halt vorbei. Und ich habe es einfach nicht gesehen. Hey, das ist so ein Leichtsinnsfehler. Das ist wie wenn du eine einfache Gleichung in der Schule rechnest und dich komplett verrechnest, weil du Klammer vor Punkt vor Strich nicht mehr checkst. Okay, das kratzt schon am Ego. Na, weil es einfach so ein unglaublich dummer Fehler ist, aber machen wir beim nächsten Mal dann einfach besser. Ich würde es trotzdem nicht übertreiben. Ich habe schon viele Leute gefeuert, weil sie einfach Loser waren und trotzdem sehr populär. Okay, du kannst trotzdem jetzt ein Interface hier sehen, womit du das planen kannst. Wir haben schon mal deine Mieter rausgeschmissen, damit du die Party organisieren kannst in der... hier, diesmal kostet's nichts, sei happy drüber. Toll. Jetzt freue ich mich aber richtig. Aber sowas von... Dann machen wir das Aquarium raus und hauen das hier rein. Genau. Ja, und dann der Stuhl, weil dann ist das alles ein bisschen mehr wert. Ja, sollen wir eine Party machen? Warum nicht? So. Ich gehe jetzt einfach. Eigentlich ist heute dann kein Tag zum Feiern. Weil, also das war schon richtig hart. Also wirklich unglaublich mies. Mann, ey, es sind wirklich alle hier. Man sieht tatsächlich auch meine Wohnung und so. All die versammeln sich jetzt hier. Und dann gehen wir, also auf Deutsch gesagt, hier gehen wir vorglühen und danach gehen wir in die Bars. Alles klar. Und die reden jetzt darüber, was ich hier in der Wohnung so habe und drehen dann das Konversationsthema auf das Zeug, was sie besitzen. Ach, liebt man solche Leute nicht auch? So, ah ja, das ist ganz toll, was du hast, aber ich habe mir neulich das gegönnt. Und die sagen das nicht, weil sie denken, es interessiert dich oder es kommt drauf an, wie man es sagt. Ja? Die sagen das dann, um dir quasi reinzuwirken, wie viel mehr Geld sie haben. Solche Leute kenne ich auch. Habe ich mal gekannt, mit solchen Leuten will ich nichts mehr zu tun haben. Ist furchtbar nervig. Die merken das aber meistens gar nicht. Das ist ihr extrem unsicheres Gehirn und fragiles Ego, was da aus ihnen heraus spricht. Bevor jeder Nacht in die Stadt geht, siehst du dich noch einmal um und bist zufrieden, wie zufrieden oder beeindruckt sie alle waren. Alles das hier ist deins und du hast es dir verdient. Du machst das Licht aus, verschließt die Türen. Und der Rest der Nacht wird unscharf. Richtig, richtig gesoffen, du. Back on the grind. Ja, dieses Mal aber richtig. Weil das war nicht meine stolzeste Leistung. Das mich nicht lieben, das war absolut komplett furchtbar. Oh, ich will heute nicht hier ins Fitnessstudio gehen, aber ich muss. Du willst gar nicht wissen, wie viel ich letzte Nacht gegessen habe. Okay, vielleicht nehme ich mir den Mittag frei und gehe nach Hause und mache ein Nickerchen, damit ich die Energie habe. Vermisst du diese Tage nicht auch, wo du einfach dünn warst, ganz egal, was du getan hast? Ja, nicht jeder von uns hat so einen schnellen Stoffwechsel. Meine zum Beispiel ist so dermaßen langsam, dass ganz egal, was ich esse, ich muss mega aufpassen. Das ist schlimm. Ich habe den Stoffwechsel einer Schildkröte. Es ist absolut unglaublich. Ich dachte, ich hätte es dir gesagt. Wenn du diese Challenges bekommst, dann bekommst du sie aus einem Grund. Okay, wenn du sie ignorierst... Hallo, lauf einfach durch mich durch. Wenn du sie ignorierst, weil du immer noch sauer bist, dass dir niemand die Strategien vorgibt, bist du vielleicht zu emotional für diesen Job. Siehst du, wie es mich interessiert? Nein. Okay, ich werde nämlich trotzdem bezahlt und das ist alles, was hier zählt. Gilt auch für dich. Also mach hier keine Mätzchen. Hier, folge den Befehlen, damit wir reich werden können. Verschwinde und schau niemals zurück. Ja, ich weiß, das letzte Nacht war nicht so. Oder letztens war nicht so. 10 von 10. Danger Zones. Barrages and Electronics sind Risikozonen. Okay. Der Unidollar. Bla bla bla. Okay, also ob der wirklich sich halten kann. Heißt das, er geht runter? Ich will jetzt den Tipp haben. Ich will das so schnell wie möglich erledigt haben. Ah ne, der geht sogar hoch. Okay, Free State Union Lobby. Das geht dann hoch. Okay, und die kaufen Muni ohne Ende. Okay, das heißt AK-24-7. Müsste dann hochgehen. Ist das eine Firma? Ja. Er sieht aktuell nicht so aus, aber das hier sagt mir,
Es geht hoch. Und irgendwas mit Kaffee. Starnax. Okay. Das heißt, Starnax hier runter. Soll ich einfach die Tipps kaufen und dann bin ich safe? Weil sonst verliere ich mehr Geld, als die Tipps kosten. Starnax geht... Hä? Ach so. Ach, die akzeptieren das. Ich habe nur den zweiten Teil gelesen, weil die haben irgendeinen aus dem Business getrieben, der dann gestorben ist. Aber nein, das heißt, Starnax geht hoch, es geht alles hoch. AK-24-7 auch. Ja, dann würde ich sagen, hauen wir rein, oder? Hauen wir rein. Munitions-related Markets müssen wir jetzt machen. Soll ich für 250k AK-24-7? Das war so unglaublich teuer. Genau. Und dann Starnax hoch und Free State Union Lobby. Das müsste, ist eine Currency? Free State Union Lobby. Free State, ja doch. Uni-Dollar. Ne? Ich glaube ja. Gott, ist das komplex. Würde ich sagen, gehen wir noch, also das geht dann hoch. Und damit zusammen hängen dann die hier. Ach du Heiliger. Vorher kaufe ich aber noch Starnax, was ja auch hochgehen soll. Aber da mache ich klein. Für so 75. Gehen wir da long. Genau. Free State Union geht hoch. Da gehört auch AK-24-7 dazu. Das ist wunderbar. Green Grocers Southern Soda ist da aber sehr groß. Deswegen nochmal 100k in Southern Soda. Da habe ich nichts mehr. Jetzt habe ich noch 75k. Den Rest spare ich mir jetzt. Komplett. Und jetzt gucken wir hier aufs Portfolio. Und liquidieren dann, wenn es am krassesten ist. Ja, guck dir mal an. AK-24-7. 70k muss ich damit machen. Das ist ja total krass. Ich bleibe mal hier auf dem Uni-Dollar. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Anzeige. 70k an allem, was mit Munition und so zu tun hat. Das ist easy mit AK-24-7 drin. Jetzt geht's aber wieder runter. Komm, kauft mehr AKs, Leute. Verschießt 762. Boom, 70k. Ich will das safe haben, okay? Dann ist es erledigt. Soll ich dann nochmal AK-24-7 machen? Einfach damit's gemacht ist für 100 nochmal? Ist jetzt halt sehr teuer gewesen. Aber das dürfte auch weiter hochgehen. Ich sehe auch gerade, ich kann das direkt hier raus liquidieren. Ich muss nicht rüber ins andere Fenster. Muss mich jetzt halt ein bisschen konzentrieren, ne? Und das hier habe ich komplett falsch gelesen. Also das hier vielleicht, das hier auf jeden Fall habe ich richtig gelesen. Aber hier dachte ich, es geht runter, weil ich den ersten Satz nicht gelesen habe. Deswegen, Kinder, wichtig, lest alles. Ist mir gerade passiert, hätte fast falsch gewettet. Zum Glück gibt es hier Hinweise, aber zum Beispiel in einem Test in der Schule gibt es keine Hinweise. Lest die ganze Aufgabe. Soll ich ein bisschen nachhelfen? Ich mache mal ein bisschen Lobbying. Komm, wenn wir es haben, hauen wir es. Oh ja, guck dir das mal an. Wie das den Dollar nach oben schießt, den Uni-Dollar. Ach du heiliger Bimbam. Und danach, weil er steigt ja sowieso. Wird jetzt überbewertet. Ich liquidiere mal. Du, weil das hat damit fast nichts zu tun. Ah, jetzt gibt es eine Wertkorrektur. So funktioniert das. Okay, aber es erholt sich dann wieder auf den Wert, was vorher war. Also es steigt nach oben, aber dann steigt es extrem ab und dann gibt es eine Wertkorrektur. Okay, ist ja fast wie in echt. Ne? Wenn er over-evaluated ist, also Leute ihm zu viel Wert zu schreiben, gibt es immer eine Wertkorrektur, die sieht dann so aus. Also in echt nicht so krass, aber so ungefähr kommt das. Also ganz knapp, so ein bisschen. So, AK-24-7 liefert nicht so krass, hau ich mal aus dem Portfolio. Und dann schauen wir noch auf den ganzen Rest. Soll ich nochmal Lobbying und dann am höchsten Punkt verkaufen? Ja. Weil wir haben noch 70 Minuten, so stark steigt er sonst nicht mehr an. Deswegen, ja, verkaufen wir es dann am höchstmöglichen Punkt. Das wäre jetzt, können wir liquidieren mal. Dann kann ich in Frieden nach Hause fahren. Cool, wie viel haben wir gemacht? Ich bin jetzt bei 850k. Siehst du, und jetzt geht's wieder nach unten. Okay, in 38 Minuten, ja, um 18 Uhr war Schluss. Das habe ich halt vorhin hart verpennt. Dieses Mal aber nicht, ne? Also ich bin ja auch lernfähig, sowas passiert mir einmal, vielleicht ein zweites Mal, wenn ich wirklich nicht aufmerksam bin. Aber ein drittes Mal lasse ich das sowas nicht geschehen, weil erst ab dem dritten Mal sieht man aus wie ein Idiot. Und bums, das war's, der Markt hat geschlossen. Ich bin jetzt Associate. Ja, das ist ja cool. Und danach bin ich Vice President. Und sie wurde gefeuert. Und ich mach's nochmal. Das muss sein. Und für den habe ich jetzt... 9 Tage. Okay, Notfall-PR-Intervention. Ich sollte weniger Lobbyismus betreiben. Uiuiui. Okay, das ist reingekommen. Der Uni-Dollar ist overvalued.
Deswegen ist das runtergeschossen. Weniger Lobbyismus. Ist notiert. Okay, das war Notfall. Ich glaube aber noch eine Chance bekomme ich dann nicht. So, Personal Accounts sind 100.000. Soll ich davon Autos kaufen und die im Kondo storen und das dann verleasen, um mehr Geld zu machen? Wäre schon sinnvoll, oder? Soll ich einfach mal rausgönnen, damit es erledigt ist? Aua. Okay, ein Daydream AR, ein Roll Duckmaster 5 und ein F1 Superhorn. Yo, es ist ein Ferrari Formel 1 Auto. Okay, cool. Und die Storm war jetzt einfach im Kondo. Moment, ich schmeiß das hier raus. Und dann machen wir die Autos rein, würde ich sagen. Ja, das erhöht den Wert, glaub ich, deutlich. Wir gucken mal auf hier unten. Ja, siehste? Siehste? 28.000 am Tag? Corbin, ich kann das jetzt wirklich nicht gebrauchen. Das kannst du nicht ernst meinen, dass Furious mich rausschmeißt? Wir haben es ernst gemeint, als du gewonnen hast. Warum sollten wir es nicht ernst meinen, wenn du verlierst? Weil hier jeder, den ich geschlagen habe, war irgendein Vollidioten-Analyst. Ich hab jahrelang gearbeitet. Ich war jahrelang loyal. Loyalität ist produktiv. Deine Performance in diesem Wettbewerb war weit unterhalb unserer Erwartungen. Alles klar. Ich habe vielleicht in letzter Zeit ein bisschen nachgelassen, das gebe ich zu. Aber ich habe persönlich einfach sehr viel zu tun, okay? Ich bin immer noch derselbe Trader, dieselbe Traderin, die ich vor 10 Jahren war. Du weißt, oder sie wissen ganz genau, was ich drauf habe. Danke für alles, was sie getan haben. Die Firma ist sehr dankbar dafür. Ach, als ob. Schaut euch mal an, wo mich das hingebracht hat. Sie können mich mal, Corbin. Bitte verlassen Sie das Gebäude ruhig. In Ruhe das Gebäude. Ich sorge dafür, dass die Security sie unten trifft. Und raus. Da hinten ist die Tür. Tschüss. Mache es gut. Gratulation zu Ihrer Beförderung als Associate, zum Associate. Einige mögen vielleicht sagen, dass Sie es durch Ihre echte Probezeit geschafft haben. Die meisten unserer Analysten kommen niemals so weit wie Sie. Machen Sie ruhig so weiter und Sie werden vielleicht Vizepräsident. An diesem Punkt bekommen Sie dann einen Geschmack dafür, was es wirklich bedeutet, bei einer Firma wie Furious zu arbeiten. Feiern Sie heute Abend, wenn Sie möchten, aber vergessen Sie nicht, dass dieses Büro jetzt mehr als jemals zuvor Ihr Zuhause sein wird. Und, also, ne, Burnout ist definitiv drin. Ich freue mich drauf. Und, soweit es Sie betrifft, existiert nichts außerhalb dieser vier Wände. Ich bin mir sicher, Sie fühlen sich schon so, oder Sie hätten es niemals so weit geschafft wie jetzt. Auf Wiedersehen. Ich kann's nicht abwarten, den Laden jetzt zu übernehmen und den Typen rauszuschmeißen. So, tschüss, ihr Idioten. Ich gehe nach Hause und blaste mich erstmal weg. Solo, weil ich kann keine Party machen, das Apartment wird noch sauber gemacht. Aber, ne? So alleine einsaufen. Das glaubt drin. So eine Flasche Jackie leer machen. Ich weiß auch nicht. Law and Disorder. Statt Law and Order. Lustige Anspielung, was denn hier passiert? Werden wir investigated? Ich glaube, wir werden investigated. Ja, Quinn ist weg. Das heißt, Polizei ist hier und will wissen, was hier abgeht. Ich würde einfach mal sagen, wobei ich kann es laufen lassen. Ich würde einfach mal sagen, das war es für dieses Mal. Hier bei The Invisible Hand. Ich weiß nicht, wo das noch hinführt. Ich habe vorhin hart vergeigt, aber das gerade eben, ich habe das alles wieder reingeholt. Okay, Corbin, bitte feuern Sie mich nicht. Ich kriege das auf die Reihe. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ja, in-game klingelt die Glocke, aber ist mir egal. Ich handle heute nicht mehr.